Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Eher gesagt, herzlich willkommen zu meinem allerersten Vlog. Heute ist ein ganz besonderer Tag, nämlich meine Cousine kommt und dann werden wir einen Kurzfilm drehen. Ich bin jetzt gerade aufgestanden, wir haben schon lecker gefrühstückt. Bei uns gab es heute Brötchen und jetzt werde ich mir noch die Zähne putzen gehen. So, nicht, dass ihr euch wundert, ich filme noch mit dem Handy und das habe ich halt immer in der rechten Hand. Und ich kann halt mit der linken Hand nicht so gut Zähne putzen und deswegen habe ich dann eine Pause gemacht und habe dann noch gründlich die Zähne geputzt, auch oben und so. Nur, dass ihr das versteht und nicht denkt, ich hätte nur unten die Zähne geputzt und nur 18 Sekunden lang, das wäre ja ein bisschen blöd. So, ich gucke jetzt mal auf den Wecker. Wir haben 20 vor 10 und um 10 wollte sie kommen, also habe ich noch 20 Minuten. Und ich kann heute schön in Jogging-Sachen bleiben, weil, also ich habe hier einfach so einen Pulli an, einen orangenen. Dazu habe ich halt einfach so eine Jogginghose mit Plüschsocken. Weil wir so einen Film drehen, wo ich halt so aufwache und dann irgendwas passiert. Deswegen kann ich in Jogging-Sachen bleiben. Sie wird gleich gucken, ob die Sachen gut sind, sonst würde ich mich natürlich immer umziehen. Aber solange sie noch nicht da ist, werde ich jetzt noch etwas lesen oder malen. Das mache ich immer. Hey, warum ist denn mein Stuhl so weit unten? Ach, egal. Auf jeden Fall habe ich mir letztens was gekauft. Und ja, das werde ich euch jetzt erstmal aufstellen, damit ihr auch ein bisschen was zusehen könnt. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt gut aufgestellt, dass ihr was sehen könnt. Ich muss jetzt auch noch die Haare durchkämmen, aber das mache ich auch noch später. Also gleich erst, weil... Vielleicht sagt sie auch, ich soll die so lassen. Jetzt hole ich mal meine Sachen raus. Also ich habe halt mir so ein Buch geholt. Das ist halt von Topmodel und da sind halt so kleinere Figuren dabei. Und das hat 4,95 € gekostet. Und dann habe ich mir noch was von Topmodel geholt, nämlich so Tattoo-Sticker. Da sind halt so ganz verschiedene Tattoos. Aufkleber, wie soll man die nennen? Tattoos halt. Und für Arme, für den Hals, für Handgelenke. Ist echt schön. Und dann kommen ja auch noch so Buchstaben. Ist alles drauf? Ja. Und das hat 5,95 € gekostet. Robin, ich filme, aber egal. Gut, deswegen werde ich jetzt ein bisschen malen. Ich bin da zwar nicht so gut drin, aber egal. So, ich habe mir heute gedacht, ich mache ein Kleid. Ich habe das jetzt so schon mal vorgezeichnet. Sieht noch nicht so schön aus. Da werde ich jetzt auch noch gleich was dazu zeichnen. Ein bisschen wegradieren, neu einlinieren. Und ja, was? So, ausmalen werde ich dann später, weil wir haben jetzt schon 10 vor und jetzt muss ich meine Haare machen. Und also, dann werde ich gucken, ob ich noch genug Zeit habe oder ob ich dann lieber lesen will. Ja. Also ich benutze ja jetzt auch manchmal noch so eine andere Bürste, die unten ist. Aber ich benutze auch ganz oft so die Bürste, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Da habe ich auch ein Video gedreht, wo ich alle meine Weihnachtsgeschenke vorgestellt habe. Und das ist halt die Bürste, die Tangle Teaser. Und
Dann könnt ihr auch mal sehen, wie gut die die Haare durchkämmt. Also bei meinen langen Haaren und wenn ich dann geschlafen habe, manchmal schlafe ich mit Flechte zusammen, manchmal schlafe ich offen, manchmal mit Dutt. Teile ich mir die halt immer so auf. Und dann kann ich die besser durchkämmen. So, jetzt habe ich mir die gut durchgekämmt. Also es geht relativ schnell mit der Bürste, also ich war sehr begeistert mit der und habe mich auch sehr gefreut, dass ich die bekommen habe. Ich werde sie jetzt erstmal so offen lassen, glaube ich. Leg mir sie auf eine Seite, damit ich hier so ein bisschen rüber. Weil die muss ja bestimmen, wie meine Haare dann aussehen sollen. Nein, nein, das mag ich nicht. So, mögt ihr das auch nicht, wenn ihr denkt, boah, die Haare sind echt gut durchgekämmt und dann hier irgendwo so stecken bleibt und dann... Ja, okay, ich bin jetzt nicht stecken geblieben. Ich hab's extra gemacht, aber egal. Jetzt haben wir... immer noch 10 vor, also ich war jetzt relativ schnell. Jetzt lese ich ein bisschen, nämlich hat meine Freundin das zu Geburtstag bekommen, die hat mir das ausgeliehen, weil ich das auch unbedingt haben wollte. Das ist das Buch von Jenny und Mambo, vielleicht kennt ihr den YouTube-Kanal. Das ist einer meiner Lieblings-YouTuberinnen. Der Kanal heißt Jenny Simon, oder wie? Nee, der Kanal heißt Jenny Simon, oder? Ja. Ja, Jenny Simon, den kann ich euch auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Ich bin jetzt gerade bei diesen, das sind immer so schöne Bilder, Turniere. Und das werde ich jetzt ein bisschen lesen. Ich kann euch die Bilder mal zeigen, bevor ich lese. Hier einmal so, wo sie mit Mambo springt und hier einmal, wo sie gerade mit der Prüfung, glaube ich, fertig ist. Wo sie halt Dressur reitet. Ich glaube, ich mache mir wirklich den Vogel hin. Diesen süßen, wow, Marina, hast du jetzt sehr gut hinbekommen. Diesen süßen Vogel, diesen schwarz-grau, schwarz-weiß, sagt man. Ne? Ich sag immer schwarz-grau-weiß, total unschlau. So, jetzt ich mir das ausschneiden mit einer Schere, ist ja klar. Und dann gehen wir ins Badezimmer. Ich habe mir das jetzt ausgeschnitten, jetzt kann ich es euch nochmal zeigen. So, da sind halt noch diese Folien drin. Jetzt werde ich das hier wieder reinlegen. Ich mache mal ein bisschen weniger. Okay, ein bisschen mehr muss es noch. So, mein Kunstwerk ist vollbracht. Ich zeige euch das gleich nochmal. Das mal kurz abtupfen. So, ich hoffe jetzt, das Licht ist gut genug. Also, es ging sehr schnell. Also, ich habe echt nur eine Minute oder zwei gebraucht. Mit dem Wasser. Aber jetzt kann man das so schlecht sehen, ne? Da ist es auf jeden Fall, dieser Vogel. Wartet. Ich mach's anders. Ich mach's so.
So, könnt ihr den genau sehen? Ich habe den jetzt hier so an mein Handgelenk gemacht. Na, was machst du? Einen Wunschzettel schreiben. Einen Wunschzettel schreiben? Ja. Was wünschst du dir denn so? Verschiedene Sachen. So halt, ich weiß nicht, so eine schöne Schrift, aber so was fürs Turnen halt und für Pferd. Für deinen Wunschzettel? Ja, du willst voll, du weißt das auch ganz genau. Ja. Aber deine Abonnenten wissen vielleicht nicht, wann du Geburtstag hast. Ich habe am 9.01.2006 Geburtstag. Also eigentlich jetzt 2017. Aber 2006 bin ich halt geboren. Kommst du gleich mit mir einkaufen? Ja, ich komme mit. Sind Sie bereit? Ja. Du brauchst noch einen Kindersitz. Wo denn? Ja. Oh nee, ich habe keine Lust dahin zu gehen. So, wir stehen jetzt hier, weil mein Bruder Fotos machen will vom Auto. Und deswegen muss ich jetzt hier warten, bis wir nach Hause können, aber egal. Da seht ihr, wie er Fotos macht. Diesen Auto hier, was cool ist. Siehst du ein Bild? Nee! Nicht ein Foto von mir machen! So, wir sind jetzt wieder vom Einkauf zurück. Wir gehen jetzt mit den Hunden noch eine Runde spazieren und dann gehen auch schon die Silvestervorbereitungen los. Schon von dem Vlog von unseren 2 Tagen. Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und einen schönen Silvestertag. Wir werden es auf jeden Fall knallen lassen. Werdet ihr es auch knallen lassen? Das könnt ihr mir ja auch in die Kommentare schreiben. Und mögt ihr so Vlogs, dann zeigt mir das mit einem Daumen hoch oder in den Kommentaren könnt ihr auch schreiben. Ob ich mehr Vlogs machen soll. Mir macht sehr viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!